Während der DAX den dritten Tag in Folge mit Verlusten beendet, nach der Gewinnwarnung von BASF, dem weltgrößten Chemiekonzern, nach Umsatz, da geht es den Amerikanern heute etwas besser. Zuvor war das Spiel eigentlich genau andersrum. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Aber alle warten auf den Messias, nämlich Jerome Powell, der morgen ab 16 Uhr vor dem US-Abgeordnetenhaus, dem Finanzkomitee des US-Abgeordnetenhauses, Zeugnis geben soll, was denn so Sache ist. Im Vorfeld hat man sich wieder lieb. Larry Kudlow hat gesagt, nein, nein, derzeit denke man überhaupt nicht dran, den Fed-Chef zu ersetzen. Das klang ja von Trump und anderen schon mal ein bisschen anders. Jedenfalls ist es so, dass Powell sich natürlich einer großen Erwartung gegenüber sieht. Die Märkte im Vorfeld zittern geradezu darauf hin, lehnen sich nicht zu weit aus dem Fenster, weil sie vor allem wissen wollen, wie geht es danach weiter, also nach der Juli-Zinssenkung, die eigentlich 100% eingepreist ist. Wir sehen hier die Fed Funds Futures aktuell. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinssenkung kommt, liegt bei 96,1%, nämlich eine Zinssenkung von 0,25%. Und 3,9% die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 0,5% Senkung sehen. Also die Märkte haben sich ein Stück weit von dieser 0,5er Zinssenkung verabschiedet. Das war wohl auch der Grund, warum wir seit Freitag, seit den US-Arbeitsmarktdaten, schwächer unterwegs waren und heute das erste Mal so ein bisschen uns fangen, uns ein bisschen erholen. Das liegt vorwiegend auch an den Tech-Werten, die gestern noch verprügelt worden sind in den USA. Wir sehen, dass die FANG-Aktien heute überwiegend gut unterwegs sind, und das liegt auch an einer Situation, vor allem in der Vergangenheit mit den Buybacks. Wir sehen hier, dass die Buybacks durch die US-Tech-Unternehmen, allen voran Apple, hier der blaue Balken ist der Free Cash Flow, und on the long run, im längeren Zeitfenster, wird es da ein bisschen enger. Also es wird eben in Zukunft schwieriger werden, hier für die Unternehmen diesen Free Cashflow, der einfach geringer wird, in Buybacks, in Aktienrückkäufe zu stecken. Und das war ein ganz großer Treiber neben den Notenbanken für diese Rallye. Wie wird diese Situation sich auflösen? Das ist die große Frage. Inzwischen scheinen die Märkte sich sehr wohl bewusst zu sein, dass wir vor einer Rezession stehen. Hier sehen wir das New York Federal Reserve Recession Probability Tool. Das wird einfach ermittelt über Zinskurven bei Anleihen. Und wir sind jetzt bei knappe 33% für eine Wahrscheinlichkeit, dass im Juni 2020 eine Rezession bereits der Fall sein wird in den USA. Und seit den 1960er Jahren, genauer seit dem Jahr 1960, war es immer, wenn wir über der 30er Marke waren bei der Wahrscheinlichkeit, so wie derzeit, dann gab es immer eine Rezession. Und deswegen wollen die Märkte hier diese Zinssenkung haben, diese Versicherungszinssenkung. Deswegen schreien sie danach und sagen, ja, wenn wir die bekommen, dann wird vielleicht alles besser, dann werden wir vielleicht hier das Schlimmste verhindern können. Und der BASF ist ja nur ein weiteres Warnsignal. Jetzt startet so langsam die Berichtssaison in den USA. Die Amerikaner heute auch ein bisschen optimistischer, weil Pepsi-Cola ganz ordentliche Zahlen vorgelegt hat und gesagt hat, naja, wir sehen überhaupt keine Schwäche bei den amerikanischen Konsumenten, aber man lebt eher so von gesünderen Lebensmitteln, die man als Konzern jetzt auf den Markt gebracht hat. Ob das jetzt zwangsläufig über den Konsumenten etwas sagt, wenn ich relativ günstige Produkte hier an den Markt bringe, die sowieso konsumiert werden, das ist eine andere Frage. Wie auch immer, das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rezession sehen, und die Unternehmen werden darunter leiden. 82% der US-Konzerne haben bisher ihre Guidance gesenkt, ihren Ausblick gesenkt, so wie eben BASF das heute in Deutschland gemacht hat. Und dementsprechend ist es eben eine Wette, Hilfe der Notenbanken gegen ökonomische Realität. Und im Zweifel entscheiden sich die Märkte für den Messias, nämlich für die Notenbanken respektive für Jerome Powell. Der Messias muss es richten, der muss diese Liquiditätszusage geben, muss damit das Allerschlimmste verhindern. Messias kommt übrigens aus dem, oder ist eine altorientalische Vorstellung. Mashiach heißt auf Hebräisch der Gesalbte. Das ist praktisch ein von Gott Gesandter, der dann auf Erden die Stellvertreterrolle Gottes in einem Vielgöttersystem ausgeübt hat. Die jüdischen Christen haben das dann übernommen bei Jesus Christus. Jeshua heißt auf Deutsch das Heil. Also man sieht, dass manche Dinge offenkundig sich ein bisschen fortsetzen. Jetzt kommt das Heil sozusagen durch die Notenbanken, genauer gesagt durch Jerome Powell. Schauen wir uns mal die Heilserwartungen in den Charts an, und dann sehen wir,
den Dow Jones hier sich ordentlich halten. Man tritt so ein bisschen auf der Stelle 26.708 Punkte. Wir sind ein bisschen kräftiger unterwegs, nicht beim Öl, das ich nicht zeigen wollte, sondern beim Nasdaq. Hier sehen wir diese grünen Kerzen. Wie gesagt, die Fang-Aktien waren zuvor verprügelt worden, weil man sich gesagt hat, naja, die sind zu teuer. Da haben wir ein durchschnittliches KGV bei über 51. Ich hatte das in einem anderen Chart schon mal gezeigt. Vielleicht finde ich den gerade hier. Ist er? Nee, das ist er nicht. Sondern hier ist er. Wir sehen hier die Komponente Information Technology im S&P 500 mit Bewertungen, die durchaus sportlich sind. Aber heute ist man eben wieder optimistisch. Wir waren in den Charts, dann kehren wir da zurück. Kehren wir zum Beispiel zum Nasdaq zurück, da waren wir schon. Dann schauen wir uns den S&P 500 an, den ich hier zeigen wollte. Ja, manchmal gerät das hier ein bisschen durcheinander, meine Damen und Herren. Sie merken meine Konfusion, nachdem ich über messianische Dinge gesprochen habe. Wir sehen aber hier die grünen Kerzen etwa beim S&P 500. Nachdem es im Gefolge der negativen asiatischen Märkte, überwiegend negativ, und dann in Europa negativ, zunächst mal mit den US-Futures nach unten ging, aber dann hat man sich erholt. Wir sehen, dass der DAX sich gut hält, das ist die Deutsche Bank. Wo ist der DAX? Da ist der Germany 30. Er hält sich so einigermaßen, ein bisschen uninspiriert, kann den weiteren Fall verhindern. Aber es steht eben auf Kassabasis dann doch ein Minus von gute 0,8% zu Buche. Und das liegt natürlich vorwiegend an der Deutschen Bank. Auch unter anderem 6,51 Euro ging es also jetzt rapide nach unten, nachdem die Bank den Kahlschlag verkündet hat und die Aktie zunächst mal in der ersten Reaktion positiv reagiert hatte. Wir haben dann eine BASF, die das Schlimmste ein bisschen eindämmen kann. Da ging es heute Morgen sehr stark nach unten. Das hat natürlich den DAX nach unten gezogen, weil BASF ein absolutes Schwergewicht ist. Wir wollen uns noch den Euro anschauen, der nach wie vor an der 1,12er Marke klebt im Vorfeld der Ansprache des Messias. Und wir haben dann Gold, das wenig bewegt ist bei 1397. Also alles ein bisschen Geplänkel. Man rechnet fest mit dieser Zinssenkung, will aber Aussagen haben von Jerome Powell, wie es weitergeht. Die EZB hat sich in Gestalt des neuen Chefvolkswirts bei der EZB Laney schon geäußert und gesagt, ja, wenn nötig, dann werden wir wieder Quantitative Easing betreiben. On the long run erwarten das die Märkte auch von der Fed. Das ist sozusagen dann das letzte Hurra in der Blasenbildung bei Vermögenspreisen. Dem sehen wir mit aller Zuversicht entgegen. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.